Pönting wird etwas länger dauern. Die Vernehmung von Freier von Weizsäcker wird bei mir an sich kurz dauern. Very well. Hat Rede Ihnen bei dieser Gelegenheit gesagt, dass es kein deutsches U-Boot sein könne, weil die Meldungen der U-Boote dahin gingen, dass die Entfernung des nächsten U-Bootes zu groß sei, nämlich etwa 75 Seemeilen betrug. Räder hat mich dahin informiert, dass ein deutsches U-Boot nicht beteiligt sein könne. Die Details über den Abstand des Versenkungsortes von dem Aufenthalt der U-Boote mag er angegeben haben, ohne dass ich das heute noch bestimmt sagen könnte. Haben Sie bei dieser Besprechung mit Reeder auch darüber gesprochen, dass alles getan werden müsse, um einen Krieg mit USA zu vermeiden oder gar Zwischenfälle wie die Lusitania im vorigen Kriege? Das habe ich ganz sicher mit Emphase getan, denn mir schwebte um diese Zeit die Erinnerung an entsprechende Vorgänge aus dem Vergangenen, aus dem Ersten Weltkriege, noch sehr lebhaft vor. Ich habe ihn bestimmt auf die dringende Notwendigkeit aufmerksam gemacht, jede Seekriegshandlung zu vermeiden, die geeignet wäre, den Krieg noch weiter auszudehnen und, wie ich es damals immer nannte, die neutrale Substanz zu verringern. War Reeder der gleichen Meinung wie Sie? Nach meiner festen Erinnerung ja. Sind Sie überzeugt, Herr von Weizsäcker, dass Reeder Ihnen wahrheitsgemäße Angaben über das machte, was er Ihnen über die Athenier sagte? Selbstverständlich. Nun kehrte am 27. September 1939 das U-Boot Nummer 30 von seiner Feindfahrt zurück, also etwa 3 Wochen nach der Versenkung. Und der Kommandant meldete, dass er infolge eines Versehens die Athenia versenkt habe. Er hätte dies aber nicht gleich gemerkt, sondern erst nachträglich durch die verschiedenen Funkmeldungen. Nun erfuhr Ende September Reeder von dieser Tatsache und besprach es mit Hitler, um festzustellen, wie man sich nun verhalten sollte. Hitler gab den Befehl zu schweigen. Dies alles ist hier schon besprochen. Ich bitte Sie, mir zu sagen, ob Sie von dieser nachträglich festgestellten Tatsache der Versenkung durch ein deutsches U-Boot Kenntnis erhalten haben. Nein, keinesfalls. Haben Sie von dem Befehl Hitlers zu schweigen Kenntnis erhalten? Das natürlich auch nicht. Ich lasse Ihnen nun das Dokument 3260 PS überreichen und darf Sie bitten, sich dieses Dokument anzusehen. Es ist der Artikel Churchill versenkt die Athenia aus dem Völkischen Beobachter vom 23. Oktober 1939. Er
erinnern Sie diesen Artikel. Aber lesen Sie bitte erst durch. Ja, darf ich vielleicht noch mal sehen. Herr Präsident, zur Orientierung des Gerichts darf ich sagen, es ist GB218. Ist im Dokumentenbuch 10, seit im britischen Dokumentenbuch 10, Seite 97. Sie haben diesen Artikel gelesen, Herr von Weizsäcker? Ja. Und ich darf Sie bitten, mir zu sagen... Erinnern Sie den Artikel, dass Sie in seiner Zeit gelesen haben? Ich erinnere mich, dass ein solcher Artikel damals erschienen ist. Dann darf ich Sie weiter fragen, wie war Ihre Einstellung, als Sie von diesem Artikel seinerzeit Kenntnis erhielten? Ich habe ihn als eine perverse Fantasie betrachtet. Sie haben also diesen Artikel verurteilt. Selbstverständlich. Obwohl Sie seinerzeit noch nicht wussten, dass es ein deutsches U-Boot war. Die Frage, ob das ein deutsches U-Boot war oder nicht, konnte auf mein Urteil über den Artikel keinen Einfluss haben. Sie halten den Artikel demnach auch für verwerflich, wenn es kein deutsches U-Boot gewesen wäre. Selbstverständlich. Die Anklage behauptet nun, dass Großadmiral Reeder diesen Artikel veranlasst hätte und macht ihm daraus einen ganz besonders schweren moralischen Vorwurf, der besonders deshalb schwer wiegt, weil Reeder, wie wir gesehen haben, im Gegensatz zu Ihnen zu dieser Zeit wusste, dass es ein deutsches U-Boot war, das die Versenkung vorgenommen hatte. Halten Sie eine solche Handlung Reeders für möglich, dass er also den Artikel veranlasst hat? Wait a minute. Wait. It's an absurd question. Do you consider such an accident possible? Yes, I'm afraid. But he doesn't know anything about it. What did the British election say? He said Reeder had done it. What? Simmons, you can only ask the witness what he knew and what he did. Can't ask him to speculate about what Reeder had done. Verzeihung, Herr Präsident, ich dachte nach dem Affidavit heute Morgen, das besprochen ist, dass auch eine Meinungsäußerung möglich sei, aber ich sehe dann selbstverständlich davon ab. What affidavit are you talking about? Das Affidavit, wo ich heute Morgen den Antrag stellte, die Meinungsäußerung zu streichen. Das Affidavit von Dietmann. Well, that's a perfectly different matter. Herr von Weizsäcker, haben Sie seinerzeit gehört, dass Reeder diesen Artikel veranlasst hat? Nein, das habe ich nicht gehört und ich hätte es auch nie geglaubt. Ich halte das für ganz ausgeschlossen, dass er einen derartigen Artikel veranlasst oder geschrieben haben könnte. Ist nach Ihrer Kenntnis dieser Artikel
ausschließlich auf das Propagandaministerium zurückzuführen? Ich kann die Frage nur negativ beantworten. Nicht auf Räder und nicht auf das Auswärtige Amt. Herr von Weizsäcker, können Sie beurteilen, hat es sich bei den geschichtsbekannten Verstößen der Marine gegen den Versailler Vertrag um erhebliche, schwerwiegende Punkte gehandelt? Die Frage kann ich nur indirekt beantworten. Die Details sind mir nicht bekannt. Ich halte es aber für kaum denkbar, dass es irgendwie wichtige oder schwere Verstöße gewesen sein können. Denn gerade das Marinegebiet ist in Bezug auf die Innehaltung von vertraglichen Abmachungen besonders leicht kontrollierbar. Man kann nicht Schiffe bauen, ohne dass das gesehen wird. Ich muss also annehmen, dass diese Verstöße geringer Natur waren. Von Weizsäcker, hat nach Ihrer Meinung der angeklagte Reeder einen Angriffskrieg vorbereitet? Oder ist Ihnen ein Fall bekannt, aus dem sich die Einstellung Reeders ergibt? Dr. Siemens, that's the very charge against the defendant Reeder, which the tribunal has got to decide. Herr von Weizsäcker, haben Sie sich im Februar 1939 im Zuge von Hamburg nach Berlin mit Großadmiral Reeder unterhalten? Aus welchem Anlass war dieses und was wurde besprochen? Es stimmt, dass ich mit dem Admiral Reeder in dem Zuge von Hamburg nach Berlin zusammentraf, als in Hamburg ein Stapellauf stattgefunden hatte. Bei dieser Gelegenheit erzählte mir der Admiral, dass er soeben einen Vortrag bei Hitler gehalten habe. In diesem Vortrag habe er dargetan, dass der Rüstungsstand der Marine auf Jahre hinaus einen Krieg gegen England verbiete. Ich nehme an, dass dies die Beantwortung dessen bedeutet, was Sie von mir hören möchten. Das war im Februar 1939? Das war der Stapellauf des Schiffes Bismarck. Dann ist es gerichtsbekannt, weil der Stapellauf Bismarck in den Akten vermerkt ist. Es muss im Frühjahr, es muss im Februar oder März gewesen sein. Sind Sie damals durch diese Erklärung von Reeder beruhigt worden? Ich habe diese Mitteilung von Reeder sehr gerne gehört, denn sie konnte keinen anderen. Well, we really don't care whether it had a calming influence on him or not. Pardon? Hat Reeder nach Ihrer Meinung als Marinefachmann oder als Politiker nach Ihrer Kenntnis Einfluss auf Hitler gehabt? Well, Dr. Siemers, you can tell us what the witness can tell us what Reeder said, but he really can't tell us in what capacity he was speaking, whether a politician or an admiral. Herr
Does he want to know where he got his uniform on? Von Weizsäcker, haben Sie darüber irgendwelche Unterhaltungen mit Räder geführt oder mit anderen Persönlichkeiten? Worüber? Über den Einfluss Räders auf Hitler. Mir war bekannt, dass politische Argumente von Soldaten vorgebracht auf Hitler schwerlich Einfluss haben konnten. Wohl dagegen militärisch-technische. Und in diesem Sinne mag ein Einfluss ausgeübt worden sein. Von Weizsäcker, im Winter 1938-39 fand das übliche große Diplomatenessen in Berlin statt, bei dem Sie, soweit ich weiß, zugegen gewesen sind. Verzeihung, dieses Gespräch ist zwischen Räder und Sir Neville Henderson, nicht zwischen Herrn von Weizsäcker und Henderson. Ich frage jetzt Herrn von Weizsäcker, haben Sie derartige Gespräche mit Sir Neville Henderson geführt oder sonst mit britischen Diplomaten? Oder wissen Sie etwas über deren Einstellung? Ich kann mich nicht erinnern, mit britischen Diplomaten über die Kolonialfrage meinerseits gesprochen zu haben. Dagegen ist mir natürlich geläufig, dass in den Jahren 34 bis 39 die Kolonialfrage von der britischen Regierung wiederholt offiziell oder offiziös oder halboffiziös behandelt und in einem entgegenkommenden, elastischen Sinne erörtert wurde. Ich glaube, mich zum Beispiel zu erinnern, in einem Protokoll über den Besuch zweier britischer Minister in Berlin gelesen zu haben, dass auch hierbei die Kolonialfrage in entgegenkommender Weise erörtert wurde. Von Weizsäcker, können Sie etwas über das Verhalten der Marine und das Ansehen der Marine während der norwegischen Besetzung sagen? Eine Okkupationsmacht hat es immer schwer, populär zu sein. Aber mit dieser Reserve hat die Marine, soweit ich gehört habe, in Norwegen einen guten oder sogar sehr guten Ruf genossen. Das ist mir von norwegischen Freunden während des Krieges wiederholt bestätigt worden. Sie haben diese norwegischen Freunde aus Ihrer Zeit als Gesandter in Oslo? Ja. Und wann war das? 1931 bis 1933 war ich Gesandter in Oslo. Nun eine letzte Frage. Es ist gestern eine Urkunde vorgelegt, D843. Die ist unterzeichnet von Breuer. Von? Von Breuer. Der seinerzeit im März 1940 bei der Gesandtschaft in Oslo war. Ich darf Ihnen diese Urkunde eben zeigen. Soll ich sie ganz lesen? Wenn Sie sie überfliegen würden, wird es, glaube ich, genügen. Tatsächlich den mittleren Teil der Urkunde. Wissen Sie, die
Skippy. Der Präsident ist es GB466 und die Urkunde wurde gestern überreicht. Breuer sagt nach dieser Urkunde, dass die Gefahr einer englischen Landung in Norwegen nicht so groß sei, wie von anderer Seite angenommen. Und spricht nur davon, von Maßnahmen, durch die Deutschland provoziert werden soll. Was können Sie zu diesen Äußerungen Breuers sagen? Sind die Äußerungen richtig? Ja, Breuer war nicht bei der Gesandtschaft, er war der Gesandte selbst. Verzeihung. Und dass er objektiv, oder ich will sagen subjektiv, richtig berichtet hat, setze ich als selbstverständlich voraus. Ob objektiv diese Nachrichten zutrafen, ist eine andere Frage. Das heißt auf Deutsch, ob Breuer über Absichten gegnerischer Wehrmachtsteile richtig informiert gewesen ist. Das ist eine andere Frage. Herr von Weizsäcker, und was stellte sich, so wie Sie es vom Auswärtigen Amt aus erfuhren, nachträglich heraus? Waren die Besorgnisse Reeders richtig oder war die Darstellung Breuers richtig? Ja, ich muss nachträglich gestehen, dass meine persönliche Auffassung derjenigen Breuers entsprach, dass sie aber sich nachträglich eben auch nicht als richtig erwies, sondern dass die Vermutungen der Marine damals berechtigt waren oder berechtigter waren als das Urteil, das der Gesandte abgegeben hat. Danke Ihnen schön. Ich habe keine weiteren Fragen mehr, Herr Präsident. Any other counsel want to ask any questions of this witness? Rechtsanwalt Dr. Seidel für den Angeklagten Hess. Herr Zeuge, am 23. August 1939 wurde zwischen Deutschland und der Sowjetunion ein Nichtangriffsvertrag abgeschlossen. Wurden außer diesem Nichtangriffsvertrag an diesem Tag zwischen den beiden Regierungen auch noch andere Abmachungen getroffen? Господин председатель, свидетель вызвал по определенным вопросам, которые изложены в ходатайстве защитника Зиммерса. Я считаю, что данный вопрос, который сейчас ставится со стороны защитника Зейдля, никакого отношения к рассматриваемому делу не имеет. Я полагаю, он должен быть отведен.
You may ask the question. You may ask the question, Dr. Seidel, you were going to ask. Ich frage Sie nochmal, Herr von Weizsäcker. Wurden am 23. August 1939 zwischen den beiden Regierungen auch noch andere Abmachungen getroffen, die nicht im Nichtangriffsvertrag enthalten sind? Ja. Worin waren diese Abmachungen enthalten? Diese Abmachungen waren enthalten in einem geheimen Protokoll. Haben Sie selbst dieses geheime Protokoll in Ihrer Eigenschaft als Staatssekretär im Auswärtigen Amt gelesen? Ja. Ich habe in meinen Händen einen Text, von dem der Botschafter Gauss kaum einen Zweifel hat, dass hier diese Abmachungen richtig wiedergegeben sind. Ich werde Ihnen diesen Text vorhalten. One moment. What is it? What document are you putting to him? Es handelt sich um das geheime Zusatzprotokoll vom 23. August 1939. Well, isn't that the document that... What is this document that you're presenting to the witness? There is a document which you have already presented to the tribunal, which has been ruled out. Is this the same document? Es ist das Schriftstück, das ich im Dokumentenbeweis dem Gericht unterbreitet habe und das vom Gericht als Dokument abgelehnt wurde. Und zwar offenbar, oder ich nehme an, deshalb, weil ich mich geweigert habe, die Herkunft dieses Dokuments anzugeben. Das Gericht hat mir aber genehmigt, dass ich eine neue eidesstattliche Versicherung des Botschafters Gauss vorlege zu diesem Gegenstand. Well, you haven't done it, though. You haven't done it. Nein, aber ich möchte jetzt zur Unterstützung des Gedächtnisses des Zeugen im Zuge der Zeugenvernehmung diesen Text vorlesen und im Anschluss daran den Zeugen fragen, ob nach seiner Erinnerung in diesem Schriftstück diese geheimen Abmachungen richtig wiedergegeben sind. Я хотел бы, господа судьи, заявить протест против этих вопросов по двум основаниям. Прежде всего, мы рассматриваем дело о преступлениях главных немецких преступников, а не исследуем внешнеполитических вопросов союзных государств. Во-вторых, документ, который пытается защитник Зайд предъявить сейчас свидетелю, отклонен трибуналом, так как он является по существу документом неизвестного происхождения, скорее фальшивкой, и, конечно, не может быть документов, имеющих силу какого-то доказательного значения. Darf ich dazu vielleicht Folgendes sagen, Herr Präsident? Herr Präsident, dieses Dokument
ist ein wesentlicher Bestandteil des Nichtangriffsvertrages, der von der Anklage bereits als Beweisstück vorgelegt wurde, unter der Nummer GB145. Wenn ich nun dem Zeugen den Text dieses Dokuments vorlege... The only question is whether it's the document which has been rejected by the tribunal. Is it the document which is rejected by the tribunal? Es wurde als Beweisstück im Rahmen des Dokumentenbeweises nicht zugelassen. Well, then the answer is yes. Ja, aber es scheint mir ein Unterschied zu bestehen zu der Frage, ob bei der Zeugenvernehmung einem Zeugen dieses Dokument vorgehalten werden kann. Ich möchte diese Frage deshalb bejahen, weil ja die Anklagevertretung im Kreuzverhör ihrerseits die Möglichkeit hat, dem Zeugen das in ihren Händen befindliche Dokument vorzuhalten. Und es wird sich dann aufgrund der Aussagen des Zeugen ergeben, welcher Text der richtige ist oder ob die beiden Texte übereinstimmen. Does the document which you are presenting come from? Ich habe das Dokument vor einigen Wochen bekommen von einem mir zuverlässig erscheinenden Mann der alliierten Seite. Ich habe es aber nur unter der Bedingung bekommen, dass ich die genauere Herkunft nicht angebe. Und es scheint mir das auch durchaus verständlich. Do you say that you received it a few moments ago? Months ago. Vor einigen Wochen. Yeah. Then it is the same document, as you just said just now, that you presented to the tribunal and the tribunal rejected. Ja, aber das Gericht hat auch entschieden, dass ich über diesen Gegenstand eine neue eidesstattliche Versicherung des Botschafters Gauss vorlegen darf. Und diese Entscheidung hat ja nur dann einen Sinn. Yes, I know, but you haven't done so. We don't know what affidavit Gauss has made. Ich habe bereits die eidesstattliche Versicherung des Botschafters Gauss, die neue. Sie ist aber noch nicht übersetzt. Mr. President, I certainly join General Rudenko in objecting to the use of this document. We now know that it comes from some anonymous source, and we don't know the source at all. And anyway, it isn't established that this witness doesn't remember himself what this purported agreement amounted to. I don't know why you can't ask him if that's what he wants to do. Dr. Seidel, you may ask the witness what his recollection is of the treaty without putting the document to him. Ask him what he remembers of the treaty or the protocol. Herr Zeuge, schildern Sie dann den Inhalt des Abkommens, so wie er in Ihrer Erinnerung noch vorhanden ist. Handelt es sich um ein sehr einschneidendes und sehr weitgreifendes geheimes Zusatzabkommen zu dem damals geschlossenen Nichtangriffspakt. Die Tragweite dieses Dokumentes war deswegen sehr groß, weil es eine Interessensphäreneinteilung betraf, die eine Grenze zog
zwischen denjenigen Gebieten, die unter gegebenen Umständen der sowjetrussischen und diejenigen, die in einem solchen Falle der deutschen Sphäre angehören sollten. Zur sowjetrussischen Sphäre sollte gehören Finnland, Estland, Lettland, ein östlicher Teil von Polen und meiner Erinnerung nach war auch über gewisse Gebiete Rumäniens Bestimmung getroffen worden. Was westlich von den eben genannten Gebieten lag, sollte zur deutschen Zone gehören, also zur deutschen Sphäre, Interessensphäre gehören. Allerdings ist dieses Geheimabkommen in dieser Form nicht aufrechterhalten geblieben. Es ist bei einer späteren Gelegenheit entweder im September oder im Oktober des gleichen Jahres eine gewisse Veränderung, ein Amendement zu dem damaligen Geheimabkommen zustande gekommen, wobei der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Dokumenten nach meiner Erinnerung darin bestand, dass Litauen oder jedenfalls der größte Teil von Litauen zur sowjetrussischen Interessensphäre geschlagen wurde, während umgekehrt auf dem polnischen Gebiet die Trennungslinie der beiden Interessensphären um ein erhebliches Stück nach Westen gerückt wurde. Ich glaube, damit den wesentlichen Inhalt des Geheimabkommens und des späteren Zusatzabkommens angegeben zu haben. Ist es richtig, dass für den Fall einer territorialen Umgestaltung eine Demarkationslinie im Gebiet des polnischen Staates vereinbart wurde? Ob der Ausdruck Demarkationslinie in diesen Protokollen enthalten war oder ob es sich um eine Trennungslinie der Interessensphären, dem Wortlaut nach, handelte, das könnte ich nicht mehr angeben. Es wurde aber eine Linie bezeichnet. Eben die Linie, von der ich eben sprach. Und ich glaube auch, mich zu besinnen, dass diese Linie später bei der Verwirklichung dieses Abkommens im Großen innegehalten wurde. Im Detail vielleicht nicht. Ist Ihnen erinnerlich, und das ist meine letzte Frage, ob in diesem geheimen Zusatzprotokoll vom 23. August 1939 auch noch eine Vereinbarung in Bezug auf das künftige Schicksal Polens enthalten war? Dieses Geheimabkommen schloss ja eine völlig neue Regelung des polnischen Schicksals in sich. Es kann also sehr wohl sein, dass explizit oder implizit eine solche neue Regelung durch das Abkommen vorgesehen war. Auf den Wortlaut möchte ich mich nicht festlegen. Ich habe keine Frage mehr. Witness? Witness? Did you see the original of the secret treaty? Ich habe eine Fotokopie davon gesehen.
Vielleicht auch das Original. Jedenfalls die Fotokopie, die habe ich in der Hand gehabt. Wiederholt sogar. Ich hatte ein Exemplar, eine solche Fotokopie in meinem persönlichen Safe eingeschlossen. Would you recognize a copy of it if it was shown to you? Oh, das glaube ich bestimmt. Es waren auch die Originalunterschriften darunter, auch daran würde man es ja ohne weiteres erkennen. Been considering whether it ought to put to the witness the document in the possession of Dr. Seidel. But in view of the fact that the contents of the original have been stated by the witness and by other witnesses, and that it does not appear. What is the origin of the document which is in Dr. Seidel's possession? The tribunal has decided not to put the document to the witness. The tribunal will now adjourn. We will need you back here. Von Lüdinghausen für den Angeklagten Freiherrn von Neurath. Herr Zeuge, ich möchte einige Fragen an Sie stellen über die Tätigkeit Herrn von Neuraths in seiner Zeit als Außenminister. Sie waren seinerzeit Direktor der politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes. Von wann bis wann? Von Spätsommer 36 vertretungsweise und vom Frühjahr 37 bis zum Frühjahr 38 definitiv. Sie hatten aber vorher auch schon Gelegenheit gehabt, mit Herrn von Neurath zusammenzuarbeiten. Sie waren doch mit ihm auch hin und wieder im Jahre 32, im Herbst, auf der Abrüstungskonferenz in Genf. Ja. Und welche Tendenzen verfolgte Herr von Neurath, beziehungsweise welch einen Standpunkt nahm Herr von Neurath bei diesen Verhandlungen auf der Abrüstungskonferenz ein? Die Haltung von Herrn von Neurath war vorgeschrieben durch die Bestimmungen des Völkerbundspaktes, worin die Abrüstung vorgesehen war. Er hielt sich an diese Richtlinie. Er verfolgte damit dieselbe Politik, die auch seine Vorgänger auf der Abrüstungskonferenz verfolgt hatten. Das war immer dasselbe. Ja. Die ganzen Regierungen vorher hatten ja auch stets eine durchaus auf Frieden und Eintracht bzw. Verständigung gerichtete Politik verfolgt. Und diese Politik hat Herr von Neurath auch voll weitervertreten, nicht wahr? Ich habe niemals etwas anderes von ihm beobachtet. Haben Sie damals, also in 32 noch, irgendwie bemerkt, dass er irgendwelche nationalsozialistischen Tendenzen verfolgte oder Ihnen überhaupt sympathisch gegenüberstand? Ich hatte den Eindruck, dass zwischen ihm und dem Nationalsozialismus nichts Gemeinsames war. Können Sie ganz kurz das außenpolitische Glaubensbekenntnis Herrn von Neuraths zusammenfassen? War er irgendwie
Wäre er damals irgendwie für eine kriegerische Auseinandersetzung zu haben gewesen? Oder war er der Vertreter, der ausgesprochene Vertreter einer Politik der Verständigung und des Friedens? Ich würde sagen, dass Herr von Neurath eine Politik des friedlichen Revisionismus betrieben hat, wie er auch von seinen Vorgängern betrieben worden war. Er strebte an, gute Nachbarschaft mit allen, ohne sich politisch speziell nach irgendeiner Richtung zu binden. Von einer kriegerischen Tendenz in seiner politischen Linie habe ich niemals etwas gespürt. In dieser Glaubensbekenntnis des Herrn von Neurath hat sich da im Jahre 1936, als Sie nunmehr zum engsten seiner Mitarbeiter wurden, irgendetwas geändert oder war es immer das Gleiche? Es war immer dasselbe. Er hatte doch besonders im Auge auch eine Verständigung mit England, aber auch mit Frankreich. Ich hatte den Eindruck, dass Herr von Neurath nach allen Seiten Verständigung suchte. Nun möchte ich gerne noch ein paar Fragen an Sie stellen, die mehr oder weniger sein Verhältnis zu Hitler betreffen. Konnte man nach Ihrer Kenntnis der Verhältnisse als sein Mitarbeiter davon sprechen, dass er das Vertrauen Adolf Hitlers die ganze Zeit besessen hat, in der er Reichsaußenminister war, und dass Hitler sich auch durchaus von ihm beraten und führen ließ? Soweit ich das beurteilen konnte, war er der Berater, aber nicht der Vertraute von Hitler. Aber es bestand doch immerhin ein gewisser Kontakt zwischen den beiden Herren. Ich bin fast nie Zeuge eines solchen Kontaktes gewesen. Haben Sie beobachtet, dass Herr von Neurath und Hitler öfters über die zusammengekommen sind, öfters über die politischen Verhältnisse, das, was zu geschehen hätte und geschehen sollte, gesprochen haben oder nicht? Ich kann nur so viel sagen, dass wir im Auswärtigen Amt bedauerten, dass der Kontakt nicht enger war. Umso mehr, als Hitler sich häufig nicht in Berlin befand. Wir fanden die Verbindung zu lose. Man kann also nicht von einer engen Verbundenheit, einem engsten Mitarbeiter Hitlers bei Herrn von Neurath sprechen. Nach meiner Meinung nein. Und wie wirkte sich nach Ihrer Ansicht und Ihren Beobachtungen die Tätigkeit Herrn von Neuraths auf außenpolitischem Gebiete aus? War er selbst der Führende oder war er nicht vielmehr ein gewisses retardierendes Element, also eine Bremse bei irgendwelchen Sachen, die den Überzeugungen Herrn von Neuraths zuwiderlagen? Ich habe keinen Anhaltspunkt dafür, dass außenpolitische Akte von Bedeutung in dieser Periode von Herrn von Neurath eingegeben waren. Ich könnte mir aber sehr wohl denken, dass gewisse Handlungen auf außenpolitischem Gebiet unterblieben sind. Wait a minute. I don't think we can have what the witness can imagine. We can't have the witness telling us what he can imagine. Yeah, President. Well, I think the question is too vague and not a proper question to ask them. Hat in der Zeit, als Herr von Neurath Außenminister war, irgendeine Stelle der Partei Einfluss auch auf die Außenpolitik gehabt? Und zwar in einem Sinne, der eigentlich den Tendenzen Herrn von Neuraths entgegengesetzt war oder zumindest sie nicht
teilte. Ich glaube, dass nicht eine Stelle da war, sondern viele Stellen da waren, die in diesem Sinne gewirkt haben. Und die auch Einfluss und Verbindung mit Hitler hatten, natürlich. Das entzog sich der Kontrolle, aber man konnte es nach den Wirkungen schließen. Ist Ihnen bekannt, warum, aus welchem Grunde der Antikominternpakt mit Japan im November 1935 nicht von Herrn von Neurath, sondern von dem damaligen außerordentlichen Botschafter Herrn von Ribbentrop in London unterzeichnet wurde? Ist das nicht 1936 gewesen? Ja, kann auch sein. Ich nehme an, deswegen, weil Hitler es liebte, für gewisse Geschäfte immer mehrere Figuren einzusetzen und zwischen denen zu wählen, je nachdem er den einen oder den anderen als Ausführenden für zweckmäßig ansah. War Herr von Neurath denn überhaupt einverstanden mit diesem Antikominternpakt? Das weiß ich nicht. Wie war die Personalpolitik von Herrn von Neurath? Hat er die alten Beamten nach Möglichkeit im Amte erhalten oder hat er nationalsozialistische Beamte mit hineingenommen? Der von Neurath war sehr darauf bedacht, den alten und ihm vertrauten Bestand an außenpolitischem Personal sowohl im Auswärtigen Amt wie auch auf den Außenposten zu konservieren. Das änderte sich aber in dem Moment, wo er fortging. Nicht sofort, aber später steigend. Nur noch zwei Fragen. Wie war die Einstellung Herrn von Neuraths, als er nicht mehr Außenminister war und die Sudetenfrage akut wurde im Herbst 1938? Und welche Tätigkeit hat er beim Zustandekommen der Münchner Konferenz ausgeübt? Ich erinnere mich an eine Szene in der Reichskanzlei am Tage vor dem Abkommen von München. War, dass ihm außenpolitische Informationen von dort erteilt würden. Ich glaube, mich zu besinnen, dass es der Nachfolger von Herrn von Neurath die außenpolitische Information seines Vorgängers sich selbst vorbehalten hat. Ich habe weiter keine Frage. Laternser für Generalstab und OKW. Herr von Weizsäcker, Sie waren ab Sommer 1943 deutscher Botschafter am Heiligen Stuhl in Rom. Ja. Zur gleichen Zeit war Oberbefehlshaber auf dem italienischen Kriegsschauplatz der Feldmarschall Kesselring. Ja. Das heißt, da war der Oberbefehlshaber auf diesem Kriegsschauplatz vom 25. September 1943 an. Ja. Denn vorher hatte das Oberkommando ein italienischer General. Jawohl. Sind Sie des Öfteren von Feldmarschall Kesselring in Anspruch genommen worden zur Beilegung von Differenzen zwischen deutscher Wehrmacht einerseits, kirchlicher Behörden und der Bevölkerung andererseits? Es war ein sehr lebhafter Verkehr zwischen dem Feldmarschall Kesselring und meiner eigenen Mission. Nicht nur zur Ausräumung von Differenzen, sondern vor allem zur Vorbeugung. Haben Sie
durch den häufigen Verkehr mit Feldmarschall Kesselring einen persönlichen Eindruck gewonnen in Bezug auf die Einstellung der militärischen Führer. We're not trying, Field Marshal von Kesselring. We're not trying von Kesselring. What relevance has this question got? Die Frage ist deswegen von Erheblichkeit, weil im Kreuzverhör des Feldmarschalls Kesselring die Anklage Belastungsmaterial vorgebracht hat, das in der Richtung Geltung haben sollte, dass von der militärischen Führung in Italien die Kriegsbräuche und Gesetze der Menschlichkeit nicht eingehalten worden sind. Ich erinnere mich noch ganz genau, dass Herr Präsident selbst, und zwar befindet sich das auf Seite 5803 und 5805, gesagt haben, auf einen Einwand von Dr. Stamer, dass es sich dabei um Belastungsmaterial gegen den Generalstab handle. Ich will mit wenigen Fragen über dieses Belastungsmaterial den jetzt anwesenden Zeugen über dieses Belastungsmaterial befragen. If you wish to ask him anything that he knows about accusations which have been made by the prosecution against Kesselring as a member of the General Staff, then you may do that. Jawohl, Herr Präsident, ich habe damit begonnen und das sollte eine vorbereitende Frage sein. Herr von Weizsäcker, sind auf dem italienischen Kriegsschauplatz die Kunstschätze Italiens geschont und in Sicherheit gebracht worden? Die deutsche Wehrmacht unter der Führung des Feldmarschalls Kesselring hat sich die erdenklichste Mühe gegeben, Kirchenbauten, Kirchengüter und kirchliche Kunstwerte zu schonen und zu schützen. Das ist aber ein großes Kapitel in der Tätigkeit des Stabes des Feldmarschalls Kesselring. Der Erfolg ist auch nicht ausgeblieben. Irgendein oder zwei besonders markante Beispiele dafür? Ja, es gibt eine solche Menge von Beispielen. Ich möchte erwähnen, dass vor etwa einem halben Jahr oder vor einem Jahr eine Ausstellung von Manuskripten, Inkunabeln und dergleichen im Vatikan stattgefunden hat. Und zwar von solchen Gegenständen, deren Rettung zum sehr großen Teil, wenn nicht zum größten Teil, der Tätigkeit der deutschen Wehrmacht zu verdanken war. Ja, das wird genügen, Herr von Weizsäcker. Nun wurde der hohen militärischen Führung Italien der Vorwurf gemacht, dass sie die italienische Bevölkerung besonders grausam und hart behandelt habe. Können Sie Angaben darüber machen, dass gerade von Seiten der hohen militärischen Führung in Italien besondere Maßnahmen ergriffen wurden zur Ernährung der Bevölkerung in einem Zeitpunkt, als diese Ernährung Schwierigkeiten machte? Die Frage bezieht sich besonders auf die Ernährung. Ja. Die Ernährung Roms. Ja. Ja, mein Beobachtungsfeld war eben nur Rom. Ja. Aber da kann ich sagen, dass der Feldmarschall Kesselring mir eines Tages erklärt hat,
Die Hälfte seines Tages gehe dahin mit der Frage der Ernährung von Rom. Und ich kannte auch einen höheren Militärbeamten, ich glaube, er hieß Seifert oder so ähnlich, der mit großer Hingabe sich dieses Themas angenommen und mit Erfolg durchgeführt hat. Nun eine letzte Frage, Herr von Weizsäcker. Durch diese ganze Beobachtung der Tätigkeit der hohen Militärführer in Italien haben Sie ja ein persönliches Bild von diesen gewonnen. Haben Sie dabei den Eindruck gewonnen, dass das unbedingte Bestreben bei diesen militärischen Führern bestand, die Kriegsbräuche und die Gesetze der Menschlichkeit zu achten? Das ist selbstverständlich, denn sonst hätten gewisse Erfolge auch nicht eintreten können. Vielleicht ist hier nicht bekannt, dass im Herbst 1943 der Heilige Stuhl ein Kommuniqué veröffentlicht hat, ein offizielles Kommuniqué, das die Haltung der deutschen Soldaten in Rom besonders belobte. Außerdem hätte die Tatsache der Schonung der ewigen Stadt ja auch nicht verwirklicht werden können, wenn nicht eben eine solche Haltung von der deutschen Wehrmacht eingenommen worden wäre. Und das war ein besonderes Verdienst des Feldmarschall Kesselring, im Besonderen. Ich würde sagen, wenn einmal die Geschichte dieser Zeit geschrieben wird, wird das erste Verdienst dem Papst Pius XII. Zugeschrieben werden. Unmittelbar danach aber wird zweifellos das Lob fallen auf die deutsche Wehrmacht unter der Führung von Kesselring. Ja, danke schön. Ich habe keine weiteren Fragen. Kubuschok für Papen. Es ist einmal behauptet worden, dass der im Sommer 1934 zum außerordentlichen Gesandten in Wien ernannte Angeklagte von Papen von Wien aus eine Politik aggressiver Expansion hinsichtlich des gesamten Südostens bis zur Türkei betrieben hätte und dass er unter anderem auch Nachbarstaaten wie Ungarn und Polen Angebote auf territorialen Erwerb aus der aufzuteilenden Tschechoslowakei gemacht hätte. Bestand diese Politik? Verzeihung, ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Bestand diese Politik, diese eben gekennzeichnete Politik? Meine Beobachtung beginnt erst vom Spätsommer 36 ab, denn vorher war ich im Auslande. Dass Herr von Papen von Wien aus Südostpolitik betrieben hätte oder damit beauftragt gewesen wäre, habe ich auch später nicht bemerkt. Das Auswärtige Amt konnte ihn auch gar nicht damit beauftragen. Er unterstand dem Auswärtigen Amt gar nicht. Und diese gekennzeichnete Politik hat die zur Zeit Ihres Eintritts ins Auswärtige Amt überhaupt bestanden? Ja, dürfte ich bitten, die Frage nochmal zu wiederholen? Hat diese gekennzeichnete Politik... Welche eben? Aggressive Expansionspolitik Deutschlands auf den Südosten bis zur Türkei, Aufteilung der Tschechoslowakei und Abgabe von Teilen der Tschechoslowakei an Polen und Ungarn. Ja, im Jahre 1936. 1936. Nein. Danke.